Es ist nicht Lindy, sondern Delia. Das vierte Opfer des netten Mannes. Nachdem Steve, Polizeiinspektor Gordon, über die bisherigen Verdächtigungen hinaus Einzelheiten seiner Nachforschungen anvertraut hat, nimmt das Bild des Poeten Lennox für ihn bei einem Gespräch mit dessen früherer Braut, einer total verunstalteten Frau, schon realistischere Züge an. Sie wurde das Opfer eines seiner teuflischen Spiele. Und noch eine andere Tatsache wird Steve in dieser Nacht enthüllt. Jimmy und Francis waren Halbbrüder. Mit einem vergilbten Familienfoto konfrontiert, macht der alte Morton ihm, Steve und Lindy, widerstrebend diese Entdeckung. Die Verdachtsmomente, dass Jimmy aus welchen Motiven auch immer mit dem netten Mann identisch ist, beginnen sich zu häufen. Vor einer aufgebrachten Volksmenge, die das Haus der Mortons bereits umstellt hat, gelingt es Jimmy unter Aufwendung seiner rhetorischen Talente noch einmal, die Mitbürger von seiner Unschuld zu überzeugen. Nachdem Steve bereits am Vortage Einblick in Jimmys Kontoauszüge nehmen konnte, sucht er nun eine gewisse Louisa Matthews auf, die seit längerer Zeit kleine monatliche Zuwendungen von Jimmy erhält.